Sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen. So. Zu viele Spieler bei der Aktivität. Alter, gehst du mal ein bisschen weg hier? Entschuldigung. In deinem Leder-Outfit, Alter. Ich gehe mal zu meiner Herzensdame hier. Das ist übrigens, Kev, dass sie an die Bong denkt, ist ja kein Wunder. Ne? Es ist etwas Langes, was Hartes, was man in den Mund nimmt. Ja, die Dame denkt immer nur an Saugen. Hier, das hier. Ja, da denkst du nur dran. Aber das Kostüm hattest du schon bei dem letzten Stream an, Markus, ne? Nein. Das ist neu. Okay. Das ist neu, stimmt. Er hat das Grüne nicht angehabt, er hat das Rote. Ich hatte beim letzten Mal einen blauen Pyjama an mit einer Lebkuchenmaske. Echt? Ja. Junge, ich hab geklingelt. Wann kommt denn hier mal hin? Alter. Du hast doch mein Video kommentiert. Du müsstest das doch wissen, Enrico. Das merke ich mir nicht mehr. Keine Ahnung. Ich finde das immer lustig, dass der Kevin ganze Szenen postet von so einem Spiel, weißt du? Und dann sag ich mir jedes Mal, wie doof stellt er sich jedes Mal an. Dann sitzt er da. Das ist so viel Arbeit. Ich finde natürlich am Ende vom Markus das Outro sehe. Das ist voll fun, das zu gucken, weil ich die Musik mag. Du musst nur deinen Kanal noch ein bisschen höher machen. Was? Wer? Das, Markus. Hier gebe ich keine Tipps, du bist Profi. Spaß. Ja, nicht wirklich, aber gut. Ich glaube, da ist kein Platz mehr leider auf der Couch. Oder? Ja. Ah, doch, siehst du? Er kriegt's hin, siehst du, Kev, das zeigt einfach mal deine absolute Unfähigkeit. Unfassbar. Er kriegt das hin. Ja, hier, ne? Warte. Bei mir wurde nämlich gesagt, zu viele Spieler bei der Aktivität. Siehst du, ich kann hier nicht. Ist doch klar, wenn du an deine Frau hier rangehst, dann sind wir zu viele Leute an der Aktivität. Das gehört alleine nur mir. So, können wir dann mal, ohne dass Kevins Beine irgendwie mich penetrieren? Das sind nicht meine Beine. Da bleibt der Kevin stehen. Ja, da bleibe ich halt stehen. So mag ich es lieber, wenn die Frau sitzt und ich stehe. Das ist ein schönes Gruppenbild. Ich mache jetzt ein Gruppenbild. Aber warte mal, guck mal. Leider fehlen noch zwei. Eigentlich müssen wir wieder mal ein neues Bild machen, wenn alle da sind. Aber das kriegen wir wahrscheinlich eh nie hin. Obwohl, vielleicht kommt der Steven ja nachher noch irgendwann. Ja, wie gesagt, der ist erst gegen 11:30 da. Da sind wir wahrscheinlich schon wieder fertig fast. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Wir machen uns keinen Stress. So, sagt ihr dann, wenn ich dann im Intro anfange? Dann fang mal an. Ja, also. Gutes Intro. Also. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Crazy Five YouTube, der Gruppe, die laut YouTube, sage ich schon, laut Facebook schlechten Content und was weiß ich, was noch bringt und einfach nur total mies ist. Uns das aber scheißegal ist, weil wir machen es trotzdem. Ja. Sonst würden wir ja nicht Crazy Five YouTube heißen. Und ja. Unser Content ist scheiße und deswegen ist er epic. Perfekt, und heute, Alter. Und, oh ja, genau, zeig deinen Hintern. Ein Fehler in der Software ist aufgetreten. Ernsthaft? Ja. Ah. Du hast es aber heute, ne? Ja. Du sitzt aber noch da. Ich mache jetzt mal noch das Intro noch zu Ende trotzdem. Und wir haben uns heute hier wieder versammelt. Und zwar heute, um mal nicht eine Playlist zu spielen, sondern genau, um zu beweisen, wie total bescheuert Kevin ist. Genau, das ist Punkt Nummer 1. Und dann Punkt Nummer 2. Wir wollten heute mal ein bisschen ein paar eigene Aktivitäten ausdenken, Stunts ausprobieren. Einfach mal schauen, was man so auf der Karte alles noch so machen kann. Einfach, um
in den Silvester hineinzufahren. Ja, heute ist der Aufnahmetag bei uns hier, ist der 30.12.2021. Morgen ist also dann Silvester, da können aber leider einige von uns nicht, deswegen haben wir uns entschieden, praktisch so ein bisschen vorzugreifen und etwas vorzuproduzieren und werden deswegen hier viel Spaß haben. Enrico zeigt gerade, wie viel er von GTA und von Rockstar hält im Hintergrund. Das sieht man sehr gut. Und deswegen werden wir jetzt gleich losziehen und mal ein bisschen gucken, was uns so einfällt, was für Sachen wir uns so verrückte Sachen wir uns so überlegen können. Und jetzt gebe ich gleich mal noch an diesen Spinner ab, der hier gerade seine Fresse voll in mein Kamerabild hält und Aufmerksamkeit sucht. Den salzigsten aller salzigen GTA-Spieler, Kev Gaming, bitteschön. Ja, schön, das hast du sehr fein gesagt. Ja. Mikrofon geht dann fliegen. So funktioniert. So kann man auch. Jetzt so schon man... episches Intro. Jetzt schon episches Intro. Ja. Du weißt, dass ich bei dir alles reinschneide mit dem. Also, nein, warte mal. Ich muss mein Mikro jetzt gerade richten. Jetzt geht's wieder. Also, damit erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen. Während die Dame wieder mal fleißig sorgt, das kann sie ja gut. Oh. Naja, Ole kann sie dich ja nicht ertragen. Das wartest du nur überhaupt nicht. Ja, genau. So. Machen wir heute mal wieder ein bisschen langweiligen Content, das total langweilig ist, genauso wie die Überlebenskämpfe, weil es sind ja nur NPCs und alles drum und dran. Solche Kommentare habe ich auch schon bekommen. Scheiß ich drauf, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache uns macht Spaß und weiter geht die Reise. Wir sind stolz die mieseste Gruppe auf YouTube und GTA Online. Hast du solche Kommentare gekriegt oder was? Nee, klar. Naja, sowas ähnliches habe ich schon auch schon auf Facebook gekriegt. So, von wegen, ich war ja so ein skillvoller Player versus Player-Spieler, was ich überhaupt nicht bin und noch nie behauptet habe. Sehr schön, weil ich einfach nur mal Kämpfe mit Leuten zusammengeschnitten habe, werde ich gleich als skillvoller PvP-Player lustig gemacht, weil ich beim Snipen nicht wie ganzen Leute, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag hier davor zu hängen, das nicht hinbekomme. Ja, gut, aber lassen wir das. Nur mal so nebenbei, wir spielen nicht jeden Tag, wir spielen quasi einmal in der Woche so mehrere Stunden am Stück, das ist immer eine Aufnahmesession, alles und... Ich stehe von der Couch auf und stehe auf der Couch. Das kann man auch mal so machen. Dann zieht alle mal ein Kräftchen von der Bong und dann bauen wir los. Das ist ein tolles Bild. Genau. Na dann, ich distanziere mich von Drogenkonsum. Im Real Life auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mal 7 Mal hintereinander gemacht, dann bin ich Auto gefahren. Das war nicht gut für meinen Charakter. Ich werde den Drogenkonsum jetzt nicht kommentieren, meine ich. So, dann gehen wir mal raus, würde ich sagen, wa? Alle, die wissen, wofür die Nummer 420 steht, die wissen Bescheid. Grüße gehen raus. Ah, ist egal. Ist egal. Die Kürze der Kürze. Enrico weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ich habe es nur mal gelesen in dem Bericht. Ja, alles gut. Über WhatsApp-Nummern, die ja dann für gewisse Drogen gelten. Oder auch Symbole. Wir machen ja mit Emojis. Weißt du, kaum kommst du wieder aus der Bude, ist wieder scheiß Wetter. Was? Ja? Warum guckst du dir sowas an? Scheiße. Slap that Batman. Ass. Slap that ass. Dein Ernst? Küsser? Steck dir den Finger. Guck mal, du Kuchen. Der Finger. Warte. Das war gerade gut hier. Da. Ne. Hör mal auf. Entschuldigung fürs Husten. Ernsthaft? Ja, zurückgeschossen, selber schön. Ja, warum? Ich bin auf deine Scheibe geschossen. Ja, du hast mich aber auch getroffen. Da kann ich nichts dafür. Ja, doch. Markus Paring macht die Woche nochmal Gaudi. Lol. Das ist meiner. Oh, ein schönes Bild. Ey, aua!
Wen verfolgt die Polizei jetzt wieder? Mich. Weil ich Kevin getötet habe. Ja, zu Recht. Warum machst du nur sowas? Ja, eben. Er hat auf mich selbst geschossen. Rückgeschossen ist Mord. Es gibt nicht viele Sachen, die... Moment. Du hast angefangen, auf mich zu schießen. Ich hab dich einfach angeschossen. Es gibt nicht viele Sachen, die gerechtfertigt sind, aber das ist gerechtfertigt. Warte mal, wo wir gerade mal so ein bisschen wieder dabei sind. Was machen wir überhaupt heute? Nur so nebenbei. Ja, Challenges. Ja. Was haben wir denn schönes Stunts heute? Stunts wollten wir machen. Alles klar. Ja. Dann machen wir mal Stunts. Wo wollen wir hin? Jetzt können wir mal welche überlegen. Ich würde gerne mal was ausprobieren, ob das noch geht. Das habe ich mal in einem Video gesehen. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr genau, wo dieser Ort ist. Und zwar ist das irgendwo ziemlich weit in den Bergen mit dem Tor. Das ist ein Tor-Glitch. Das Spiel kannst du so ein bisschen als Katapult nehmen. Das ist irgendwo relativ weit oben und das ist irgendwo in dieser, also Nobel-Ecke. Schwierig gerade zu beschreiben. Ja, dann müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist auf jeden Fall, da ist irgendwo so ein Kreisverkehr oder sowas in der Nähe. Warum ein Kreisverkehr? Was, ja, oben auf dem Berg auf jeden Fall. Oben in den Hills jedenfalls. Ich glaube, ich weiß wo. Ich will nur wissen, ob es noch geht. Ich weiß es nicht. Ich fahr mal hin. Könnt ihr dann nachkommen. Kannst du mal groß ungefähr beschreiben, wo das ist? Obwohl, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich meine, es wäre... Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist, wo... Auf der Karte ist diese Uhr da drauf. Und da oben muss das irgendwo sein. Entweder da oben oder wo diese Uhr ist. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Das war mir fast... Weißt du, ich habe doch nicht mal was gemacht, weißt du, mit dem ersten Bissschuss und dann bist du in die Luft gesprengt. Ja, früher war ich das Opfer, ja, du Cat. Eieieiei. Kevin das Opfer. Scheinbar, ja. Wie weit sind der Nächste? Ich habe noch nicht mal was gemacht. Alter. Jetzt haben wir alle ihn getötet. Entschuldigung, ich bin von der Straße abgekommen. Ja, genau. Entschuldigung. Ich muss doch schon mal meinen Hardcore-VDM für das RP üben, deswegen. Wow. Weißt du da? Naja. Ich meine, es wäre da, wo der Punkt markiert ist, aber ich kann mich auch täuschen. Wir fahren einfach mal hin mit dir, Kevin. Ich hätte nicht gedacht, dass die Events auch in der geschlossenen Lobby stattfinden. Komm, wenn du mehr als 4 Liter Spieler bist, dann geht das. Das haben sie geändert. Die haben jetzt auch irgendwie gemacht, dass man seine Mission komplett vorbereiten kann. Oh, das war Maki vor uns frei. Hab ihn. Ist das hier? Ja, das ist das. Das Tor, was da vorne ist, das kannst du gut. Das kannst du gut für den. Entschuldige, Morris, ich bin von der Straße abgekommen. Ich war verwirrt durch die ganzen Raketen. Ich dachte, du bist nur gekommen. Oh! Raus! Kevin, lauf!
Oh, das war knapp. Hier wird ein neues Gebäude gebaut. Kevin, das war jetzt unnötig. Das war total nötig. Genauso wie das hier. So, wo ist der dritte Bunde? Nein, alles gut. Warte mal, bring mal, guck mal, wie wir Autos rankriegen. Ich will das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Alter, ich bin ja. Warte mal, bleib mal hier. Das. Ich weiß nicht, ob das für beide Spieler gilt oder für einen nur hier gilt. Wie war das denn? Er ist immer mit dem Quirl unterwegs. Das wird doch nicht unser Enrico sein. Im Zweifel schon, ja. Oh, ich wollte gerade sagen, ich komme hier raus. Jawoll! Mit dem Granatwerfer. So, jetzt sind wir alle dran. Wieso fällt denn der nicht um? Das kann doch nicht sein. Weißt du, jetzt geht das. Weißt du, wir wollten Challenges machen. Wir wollten ein paar Dings machen. Ja, machen. Du hast doch gerade geschossen. Ich warte immer noch darauf, dass du uns sagst, welches Tor das hier sein soll. Das Tor, was da ist. Das hier? Ja. Und da, ich glaube, an der Seite muss einer stehen und dann musst du da mit dem Auto rein. Dann glitscht das so weg und dann wirst du wahrscheinlich so in die Luft katapultiert oder wegkatapultiert. Oh, das ist wie unten bei dem, bei den Life Matter Department mit dem Panzer. Das ist richtig geil. Und dann fährt mal einer dagegen jetzt hier, steht jetzt hier. Ja, und dann fährt einer dagegen und dann müsstest du eigentlich rumglitschen, das Tor. Und dann müsstest du eigentlich wegkatapultiert werden. Du fliegst so voll übelst weit. Scheinbar nicht. Passiert nicht hier. Wie viel war das denn nochmal? War das jetzt. Oder war das auf beiden Seiten? Das ist wieder typisch Kevin, ne? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Ewigkeiten her, wo ich das gesehen habe. Das klappt auch mit allen möglichen Fahrzeugen. Das klappt auch zum Beispiel mit dem Feuerwehrwagen, wenn ich gerade einen höre. Oder warte mal, ich stelle mich mal auf die andere Seite, vielleicht funktioniert das auf beiden Seiten. Wir haben doch alle YouTube, mein Gott. Ja, ich suche jetzt nicht explizit, ich könnte mal danach suchen, ja, aber... Warte, wie war das denn nochmal? GTA 5... Glitch... Gegen... Gate Launch Tricks. Alter, fahr weiter. Aber jetzt geht das schon wieder los. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob beide Seiten oder ein Tor. Also, wie viel ist das Tor? Ich mache hier gerade einen auf Trevor, Alter, und leg mich hier mit den Feuerwehrmännern an, ja? Voll auf die Fresse. Oh, ich hänge am Tor fest. Ja, das ist genau das, was ich meine. Du fliegst halt da irgendwie extrem in die Luft. Du musst, glaube ich, einer muss auf der einen Seite stehen. Ich meine, jetzt wäre nur die eine Seite, die rechte Seite. Und dann... Und dann fliegst du eigentlich übelst weit. Ich war gelenkt. Ganz schön Rambazamba. Selbst die NPCs drehen ein bisschen am Rad. Ja, normal. Warte mal. Hör mal auf jetzt, bitte. Versuch mal mit dem Feuerwehrwagen das Ganze. Warte, ich fahr mal bitte nochmal zurück, Markus. Markus, geh mal auf die andere Seite. Ich weiß nicht, Warte. Oder oben aufstellen. Aua! Und ich glaube jetzt nochmal. Ich meine, es wäre das. Jetzt versuchen wir mal irgendwie reinzufahren oder so. Hey, warte mal, stell dich mal hier oben drauf auf die Säule, in der links, in der rechts und dann Markus. Aua! Warte. Die Säule. Aua! Ah. Jetzt ist aber Schluss hier mit dem Feuerwehrauto. Enrico hält sich aus allem gekonnt raus, das ist natürlich auch schön. Ja, keine Sorge, ich hab dann zur Not noch irgendwas, was man ausprobieren könnte. Als Glitch. Also. Oh, hier ist schon wieder Bombenstimmung. Ja, so fliegen schon wieder die Fetzen hier, ja.
Kev ist aber auch super, nur jedes Mal immer so. Nee, glitschen und so ist alles scheiße. Und jetzt, Moment. Es geht um das Glitschen und sich Geld oder sonst irgendwas Vorteile zu erglitschen. Das hier ist ein kleiner Ingame. Wenn ich mir Geld kriege, als kriege ich mir keinen Vorteil. Ich möchte einfach hier die Glitches kaufen, ohne Geld. Ja, ich muss. Das meine ich, aber das ist was anderes hier. Das ist für mich. Du schadest ja hier niemandem. Oh, Kevin, weg! Dann nennt es nicht Glitch, dann nennt es anders. Ey, was soll es sonst sein? Wie ja, das mit dem Baum, was Baby entdeckt hat. Das ist ein Fehler in der Matrix. Ja. Aua! Probier jetzt das aus, was ich im Video gesehen habe. Kann ich ja mal sagen, ob es passt. Nicht nur, dass ich das Haus bin. Was meinst du gerade, Rico? Sorry. Ich guck kurz, was ich im Video gesehen habe, probier das aus und wenn es sehr geht, dann sag ich Bescheid. Okay. Wir müssen erstmal das Haus finden. Hier oben ist eine Bombenstimmung, ich gehe hier wieder. Das tut ja weh hier. Oh. Ups. Die Polizei kommt! Kev steht nur rum und macht gar nichts. Ich guck mir gerade ein Video an, wo das war. Ob das beide Seiten sind. Es ist so klar, dass der Kevin wieder hier Bonus anguckt. Au! Ist aber Schluss hier. Oh. Nein, ich bin gleich tot. Ich muss mit dem Auto weg. Nein, hier wollte ich verbunden hin. Auf der Party war ich doch schon. Okay, ich hab's gefunden. Ich weiß, wie es geht. Und zwar, hör mal auf jetzt. Auf der linken Seite muss einer da direkt hinterm Tor stehen und dann mit dem Auto da ranfahren. Na los, ich hab ein Auto. Also wenn du davor stehst, linkes Tor, da direkt ranfahren, da muss man da so langsam ranfahren. Da sollte man eigentlich übelst weit fliegen. Na, ich komme. Ich komme. Das reicht, wenn du scheinst. Warte, ich stell mich mal hinter das Tor. Mal gucken, was funktioniert. Also muss ich quasi mehr oder weniger in das Tor reinstellen. Mit dem Auto dann auf jeden Fall. Dann stelle ich mal hier auf die Seite. So. Warte, ich komme. Hier steht ein Krankenwagen davor, das könnte es reichen. Das klappt. Dann nimm den Krankenwagen da weg. Du bist ganz langsam anfahren, sagst du. Ja, genau. Eigentlich müsstest du übelst weit fliegen können. Ich weiß nicht, ob es das auch. Ja, warte mal. Schau. Aua! Wieso kann ich denn hier nicht einsteigen in den Krankenwagen? Du musst, glaube ich, in meine Richtung das Ding drehen. Das Tor. Du musst mit dem Auto nochmal raus. So, jetzt versuch's nochmal. Ja, du bist gerade zurückgesetzt worden, ne? Kann das sein? Ja. Und was? Ich weiß nicht. Wie ist er? Irgendwo ist gerade explodiert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob das nur mit dem hier klappt oder ob das mit dem anderen auch klappt. Aber eigentlich ist es so, du musst halt genau dahinter stehen und dann mit dem Auto da langsam rein. Dann sollte das Tor eigentlich übrigens wegbacken. Dann soll das eigentlich hier so Katapult sein. Easy. Herzhaft. Alter. Weißt du, wir kommen so nicht zu dem Ergebnis. Aua! Gut, das hier hat schon mal nie geklappt, meine Damen und Herren. Wir probieren was Neues. Okay, dann gehe ich zum Strand. Oh, schade. Ich will mal das mit dem Dings probieren, ob das noch funktioniert. Wir probieren jetzt ein paar Dinge einfach mal aus. Ob das noch funktioniert. Hä? Ja? Warum höre ich eine Rakete?
Entschuldigung, ich pack's wieder ein. Du hast eine Rakete? Ja. Hose, ja. Die ganze Zeit. Achso, das war ich. Das sind die schlechten Hirnströme von Kev. Was? Ich wollte. Sag mal, wie komm ich denn hier weg? Ich hab jetzt. Weißt du was? Jedes Mal wirst du hier unten gespawnt. Das geht mir langsam auf den Sack. Ich hab keinen Bock hier auf das Scheißding. Das ist ein hässliches Haus. Das gefällt mir nicht mehr. Ich will hier weg, Buddy. Ah, da kommt das Lufttaxi. Wäre nur für eine Person. Also zum Strand jetzt, oh, mal. Ganz ehrlich, wollte ich abholen, gell, dann. Oh. Am Strand jetzt unterwegs? Ja, scheinbar. Au! Was ist das für einer? Komm. Aber warum? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast doch Rico hochgejagt. Ach so. Hm. Ich denke mal, das ist das, was da so. Auch schon wieder dieselbe Stelle, schon wieder das gleiche Haus. Ach nö, ich mag nicht mehr. Geh jetzt in die Stadt. So. Ja, ich brauche jetzt mal auf jeden Fall. Na, mal den Strand, oder nicht? Ja. Wo genau, Enrico, war das? Weißt du die Stelle genau? Wird mal auswendig, wo das morgen stand? Beim Live mal da heute. Beim was? Von dem Lebensrettern da. Ach so, okay. Ach, das Leibnordgebäude. Ach, dann soll sie mich erschießen, ist egal. Da habe ich die Scheiße einfach offen los. Wir könnten was anderes ausprobieren. Ich hätte für später auch noch was wir ausprobieren können. Ich habe auch noch eine Sache. Dass du stirbst? Da. Okay. Das ist nicht Neues. So, ich brauche für fast mal irgendwie ein Auto, dein Kompass. Hat vier Räder, nennt sich Auto. Also hier das Gebäude, ja, wo ich jetzt hier gerade bin. Nee. Dann hier hinten. Richtung. Nee, jetzt geradeaus, nee. Dreh mal 180 Grad, Markus. Hier hinten. Wo der Parkplatz auch ist, wo die Straße endet, am Strand, wo die Einfahrt ist zum Hafen. Meinst du da, wo man auch die Fahrräder leihen kann da? Nee. Nee, das hast du bei der Mission, ja. Da musstest du auch Überlebenskämpfe machen. Ich komm zum Strand. Ach, das Ding hier! Ja, das große Gebäude, das runde. Nein. Meinst du das Toilettenhäuschen heute? Nein, das große Gebäude am Strand. Das Lifeguard. Guck mal, Baby ist online. Die übt schon wieder heimlich und das nächste Mal zockt uns wieder komplett ab. Da hättest du jetzt mitspielen können. Ja, keine Ahnung, vielleicht mal guckt ihr auch einen Film oder so, wenn die Besuch hat. Die falsche Seite. Wie bist du denn eigentlich so schnell dorthin gekommen, Markus? Ich bin gefahren, während ihr rumgealbert habt. Ja, wahrscheinlich. Rumgealbert. Hat er gerade rumalbern gesagt? Wir haben voll konstruktive Dinge getan. Hier fährt ein Panzer. Morgens komm, ich nehme die Stück mit. Muss die so weit laufen. Ich höre schon wieder Dinge explodieren. Ach, hier das Lifeguard-Gebäude meinst du? Hm. Man muss es irgendwie hinkriegen, dass die Tore hochgehen. Die gehen auch irgendwie hoch. Und dann muss man irgendwie da reinkommen und dann da drin irgendwie stehen und dann schießt einer von draußen. Sind doch keine Tore. Oh, die sind offen. Gut, perfekt. Gibt's doch auch keine Tore. Ja, die sind eigentlich da. Ich hab sie schon kaputt geschossen.
Müsste jetzt irgendwie hochkommen auf das Dach. Hier ist so eine Leiter. Ja, genau. Ja, und was machen wir hier oben? Auf welches da? Auf das hier? Ja, auf diese runden Dinger, genau. Und dann? So, und jetzt? Ja, aber lass dir den Panzer bitte mal da stehen. Zieh mal den wieder ran. Dann kann man da beim Panzer hochgehen. Ah! Ne, ich bin da oben, okay. Geh doch außen rum, Kevin. Na toll, ich da. Die Tore sind doch offen. Moment. Und wieder sind bei dir noch Tore. Ich weiß nicht, ich habe die Tore bereut, aber wie habt ihr diese schönen Dinger gegen gekriegt? Hä? Was für Tore? Meiner tanzt nie so schön. Was? Wieso? Das hier? Jo. Wenn du doppelt die Sticks reindrückst, dann macht er die ja. Krasse Bewegung. Was für Tore? Also hier vorne, die Ajax. Jetzt sind die offen. Jetzt sind die offen. Jetzt sind die offen. Ja. Ich kann fliegen! Köpfer! Ah. Ich bin Halle, ich hab den Fall schon. Das hätte man ja noch sagen müssen. Du kriegst keinen Schaden. Ja, wie geil. Das ist ja edel. Das ist geil. Leider war. Komm, kann ich Panzer leider, guck mal. Ja, ja, die Fleisch war schon oben. Nach Korsika Flachkörper machen. Ich müsste wieder rein, aber die Tore sind zu. Ja, bei dir, aber wo, ja gut, da sind die wahrscheinlich für jeden entweder für zu laufen. Nein, ich bin jetzt. Ich bin mit dem Kevin hier drin alleine, Leute, lasst mich mit dem nie alleine. Du hast doch. Ach was. Die glitschen voll die Tore rum. Ah, jetzt sind sie oben. Nice, auf jeden Fall. Matt? Matt? Die lernen gleich fliegen. Immer da dann gucken. Müsst ihr euch aber immer auf diese Mittelding. Also auf die Rundung oben drauf stellen. Nicht in die Mitte, sondern auf die Rundung. Genau. Ja. Weil wo der Fatz auf der Höhe steht, oder was? Nee, weil da das nur funktioniert. In den Eckdingern funktioniert das irgendwie nicht. Nee, wo genau willst du? Mann! Sind richtig, schon alles gut. Okay. Oh, meinst du, durft zum Springen? Glück man das? Geil! Au. Geil! Der tut voll die Waffe. Ich bin gerade durch die Tore geglitscht, Alter. Geil! Der ist nett. Der ist geil. Klatsch. Geil! Endlich, ich bin wieder oben. So, bin da, kann losgehen. Wie hast du die Tore jetzt aufgekriegt? Einfach irgendwie. Draufgeschossen und irgendwann kamen die zwei angefahren und auf einmal waren sie weg. Also mit der Minigun oder was? Nein, mit dem Panzer. Mit dem Panzer, also, Panzer. Kev. Okay. Tore sind offen, Kevin. Na, bei euch ja, aber bei mir nicht. Ui! Weg war er. Aber nie so weit. Warte. Ja. Nochmal? War nochmal gegen? Was macht denn der hier? Wer? So, komm mal zu mir. Das hat gerade den Panzer ausgehoben, oder? What the fuck? Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung. Der ist auch nicht. Steh mal an. Hä? Ich kenn ihn doch jetzt. Bei mir steht ja einer. Rennen? Ne, ich bin hinter dir, Enrico. Ach so. Okay. Frage, funktioniert das um ein Fahrzeug? Aua! Weg mal! Und schwupps! Und ich lande auf Enrico! Aua! Müssen wir ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie. Müsste mit dem Cargo-Bot. Müsste das, hochziehen. Ich weiß wie! Nee, anderes Fahrzeug und zwar, warte, Moment. Ach, du willst draufspringen mit dem Deluxo. Richtig! Ich muss erst das Fahrzeug wegnehmen. Komm, Kevin, geh du auch nochmal hoch. Ja, ja, warte. Achso, du kommst nicht rein, gell? Nee, richtig, weil die Tore noch zu sind. Warte, jetzt. Mechaniker? Müssen sie eigentlich gleich auf. Die sind schon offen. Au. Ja, bei mir nicht. Bei jedem anders. Jetzt sind die offen. Oh, Alter! Oh, what the fuck? Wo bin ich? Immer noch, hä? Guck mal, wo ich bin. Auf der Karte. Ja, mitten in der Stadt irgendwo. Der hat's voll ausgehoben. Ich bin mitten auf dem Gebäude gelandet. Du hast eben schon, glaube ich, weggehauen mit dem Panzer. Ja.
Nein! Nein, ich bin unten drunter durchgelaufen. Hab wieder dazwischen gegritscht. Gegritscht? Was ist denn das? Geglitscht, gegrätscht, wie auch immer. Alter, nimm deinen Kopf aus meinem Arsch, Alter. Ich weiß, dass du auf sowas stehst, aber lass das nee, bitte. Nee, eigentlich nicht, nee. Das war nicht so der Plan. Verdammt, ich bin wieder drunter. Kevin, soll ich ein Stück mitnehmen? Wohin? Warte. Na komm her, Schnucki. Oh, der Panzer ist wieder da. Ja. Da kommen wir lieber außen rum. Fahren, fliegen. Warte, geht da los. Und. Da. Ah, oh, Alter, weißt du was? 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 Nein, oh Gott. Alter, hast du das gerade im Stream gesehen? Alter, ich hab's auf jeden Fall gerade. Du bist so auf Fall gegeben. Hui! Ja, er hat funktioniert. Juhui! Krieg ich den Luxe so, wieder eingefangen? Ja, ich krieg den Luxe wieder eingefangen. Wie sehen wir da drüben? Nach rechts. Na, dann nach rechts, okay. So, hier? Ja, ja. Alter. Oh, dein. Alter, dein Panzer ist eingebeult! What the fuck? Na, mal gucken. Hä? Scheiße! Wo ist der Panzer hin? Ich. Der steht irgendwo am Strand. Flach, kann man machen! Ich sterbe. Okay, ich sterbe nicht. Okay, ich bin tot. Ich krieg wieder die Raketen. Da fällt mir was ein. Huch. Sorry, das wollte ich nie. Nee, das wollte ich nie. Ja? Hier, bleib mal hier oben. Hä? Okay. Ach nee, warte mal, wenn ich jetzt einen Panzer hole, dann. Aber es muss der Rhino-Panzer sein. Ach, das muss der Rhino sein. Ja, weil der einen längeren Stock hat. Einen dünnen Stock. Ah, so bist du. Ich bin nur niveauvoller gerade. Nein, der andere passt nicht in die Lücke da rein, was da verpackt ist. Weil das Tor gibt's ja so eigentlich nicht offen. Ich. Kevin, komm mal runter hier. Komm zum Papa. Hä? Nee, danke. Kevin, wenn die Frau da unten steht und sagt, komm zu Papa, würde ich mir Sorgen machen. Ja, deswegen bleibe ich auch lieber hier oben. Ich habe gerade Angst. Oh. Vorsicht, Kevin, Enrico! Na. Ich wollte Sven erwischen, du fährst voll über meine Granate. Mhm. Ich merke schon wieder, das. Au! Ich will noch sagen, Enrico, bitte nicht zurückfahren, da bist du zurückgefahren. Ist das wieder diese USS Schieß mich tot? Ist dein Deluxo noch da? Der steht doch hier oben, ja. Sven? Ja, ich bin noch da. Ist dein Deluxo noch da? Der steht hier oben. Der steht kannst, da, ne? Kannst du mich mal kurz wohin fliegen? Wär's mal so nett? Ja, Kevin, kannst du das mal bitte machen? Alles klar. Aua. Entschuldigung. Das war voll unnötig von dir, Kevin. Du solltest doch Markus abholen. Wo ist der denn überhaupt? Und hier sehen Sie einen Kevin. Inkompetenz Level 100. Ich glaube, ich werde jetzt nur im Fahrmodus fahren. Ich bin der Ghostwriter. Ich sehe es gerade. Ja, du müsstest mal runter, damit du nicht einsteigen kann. Ich bin der Ghostwriter. Ach, da bist du. Wohin?
Warte, ich markiere dir.